Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Kaum ein Acker hier ohne Wasserlachen. Drei Viertel der Fläche von Ackerbauer Thomas Seidler aus Karlshult stehen unter Wasser. Dieses Jahr ist die Ernte und der Anbau gelaufen. Das hier eigentlich ein Maisfeld. Für einen jungen Landwirtschaftsmeister wie mich jetzt oder was in Anführungsstrichen, ist natürlich das für die nächsten 40 Jahre, wo man dann mit diesen Flächen arbeiten will, natürlich schon kopfzerbrechend, ob das Sinn macht oder nicht. Denn das Donaumoos ist durch seine Lage besonders gefährdet, sagt Martin Wendel, Kreisobmann vom Bauernverband. Das Donaumoos ist, Sie müssen sich das vorstellen, wie eine Badewanne. Ringsherum sind Hügel und Ortschaften und da läuft das Wasser von den Ortschaften runter, rein ins Donaumoos und der Abfluss geht dann Richtung Donau. Und Richtung Donau steht auch alles unter Wasser. Nicht nur Ackerbauern, auch Viehhalter sind vielerorts betroffen. Am Wochenende musste Jochen Stiegeler aus dem Landkreis Unterallgäu einen seiner Ställe evakuieren, nachdem die Kühe 12 Stunden lang im Wasser standen. Für die Zukunft überlegt er. Wir möchten schon ein bisschen mehr Wälle zum Bach hin uns bauen, aber ja, diese Mengen haben wir so nicht gekannt und ja, die Überlegungen sind jetzt schon da, dass wir uns besser schützen vor dem Hochwasser. Ja. Zweimal brauchen wir das hier nicht. Auch er fürchtet, dass das nicht das letzte heftige Regenereignis war. Mit was müssen in Zukunft nicht nur die Bauern, sondern wir alle rechnen? Das frage ich jetzt Professor Harald Kunstmann, Experte für regionales Klima und Hydrologie. Herr Professor Kunstmann, haben wir die Gefahr von Extremwetterereignissen unterschätzt? Also stehen wir am Beginn einer schweren Klimakrise mit häufigen Hochwasserereignissen? Wir kennen diese Art von Extremereignissen wie das jetzige Hochwasser ja bereits. Es ist nicht das erste, aber wir müssen uns tatsächlich auf häufigere und nochmals intensivere Ereignisse wie dieses Hochwasser einstellen. Das Hochwasser ist aber auch nur eine Seite dieser Änderung, die auf uns zukommt. Die andere Seite ist das genaue Gegenteil, nämlich die Zunahme von verstärkter Trockenheit. Und das ist etwas, was insbesondere die Landwirtschaft betrifft. Wir sind nicht am Beginn einer Klimakrise, wir sind mittendrin in einer rasanten Klimaänderung. Und das sind die Ausprägungen, die wir auch in Deutschland und auch in Bayern hier jetzt sehen. Lassen Sie es mich Naturereignisse nennen. Werden wir von denen in einer Dimension sie erleben, die wir bisher noch nicht gesehen haben? Wir sehen tatsächlich in unseren Computersimulationen, die wir mit steigenden CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre betreiben, dass wir Niederschlagsintensitäten haben können, die wir so bis jetzt tatsächlich noch nicht gesehen haben. Das bedeutet, dass wir tatsächlich davon ausgehen müssen, dass wir noch intensivere und noch länger anhaltende ähnliche Extremereignisse, ja, dass wir uns auf die vorbereiten müssen und dass die auf uns zukommen. Warum ist die Gefahr von kleinen Flüssen und sogar von Bächen so massiv groß? Kleine Bäche sind ja deshalb klein, weil ein kleines Gebiet dahinter steckt. Das bedeutet, das Wasser ist nur sehr kurz unterwegs von dem Punkt, wo der Niederschlagstropfen auf den Boden fällt, bis es dann in den Fluss ankommt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Vorwarnzeit vom Niederschlag bis zu dem Zeitpunkt, wo das Wasser sozusagen im Fluss ist, sehr kurz ist. Und mit diesen kurzen Vorwarnzeiten sind eben extrem hohe Risiken verbunden. Also das Warnen, das offenkundig nicht funktioniert, ist ja das eine. Aber was ist dann zu tun, wenn man schon nicht richtig warnen kann, um generell diese Gefahr einzudämmen? Wir müssen uns grundsätzlich anpassen, wir müssen grundsätzlich schon präventiv auf diese Risiken vorher uns einstellen. Das heißt, wir müssen uns rüsten durch bauliche Veränderungen, zum Beispiel in unserem privaten Wohnraum, dass wir wirklich auch privat Hochwasserschutz betreiben. Im Vorfeld müssen wir uns einstellen, wenn die Hochwasserwelle anrauscht, dann ist es in der Regel meistens zu spät. Da geht es darum, dass man wirklich das eigene Leben und die eigene Gesundheit dann nur noch retten kann. Wie weit ist denn grundsätzlich die Forschung zielgenau Niederschläge zu erfassen und damit dann doch vorhersagen zu können?
Also diese ganz genaue räumliche Quantifizierung von den Niederschlägen, das ist die ganz große Herausforderung, die wir in der Forschung, die wir angehen. Und wir benutzen hier mittlerweile sehr innovative Methoden. Wir nutzen zum Beispiel die Vielzahl von privaten, kleinen, persönlichen Wetterstationen, die man mittlerweile in vielen Haushalten hat. Wir benutzen unter anderem auch Mobilfunksignale, die wir sozusagen auswerten, denn wenn es regnet, wird diese Kommunikation geschwächt. Wir verbessern Radardaten, wir verbessern unsere Computersimulationsmodelle. Also hier passiert in der Forschung tatsächlich sehr, sehr viel, bis es dann ankommt in den Ämtern, in den Wetterdiensten. Da vergeht natürlich etwas Zeit, aber wir in der Forschung sind hier eigentlich in einem sehr guten Austausch mit den entsprechenden Entscheidungsträgern. Das sagt Professor Harald Kunstmann, Experte für regionales Klima und Hydrologie. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne.